Meine lieben Westernfreunde, seid gegrüßt. Der Maddie ist zurück und wir machen weiter mit der Bow of Snakes. Und ich werde hier erst einmal alles abernten. So, denn hier ist wieder einiges fertig geworden, über Nacht quasi, das finde ich gut. Deswegen einmal eben neu aussehen, ansehen, wie auch immer. Und dann machen wir gleich weiter mit unseren Aufgaben, die wir noch so haben. Wir waren beim letzten Mal beim Bürgermeister und der gute Mann hat uns erstmal vor ein paar Rätseln gestellt. Fand ich aber irgendwie lustig. Ja, wir werden jetzt seine Folgequest machen. Finde die Kirche im Corpse Creek. Warum auch nicht? Gucken wir uns gleich mal an. So. Zack. So, guck mal. Haben wir das schon erledigt? Jetzt müssen wir mal was trinken. Wir sind nämlich ganz schön durstig. Ein Glück, dass wir genug dabei haben. So, hier. Fischspieß haben wir uns auch rein. Guck mal, da sind wir doch schon wieder voll auf dem Damm hier. Wunderbar. So. Dann gehen wir an den Kartografietisch. Und uns fehlt noch Bronze. Stimmt, da war ja was. Können wir sonst noch was machen? Kupfererz, Kupfererz. Alles Kupfererz, ne? Bronze waren. Ja, okay. Das werden wir nach und nach auch noch machen hier. Aber erst einmal. Oh, hier, Prärie-Ebene. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Uiuiuiui. Ja, okay, warte mal. Wir hauen hier mal einen Stein weg. Das möchte ich gerne freischalten. So. Und dann Handarbeit, Feuerstein. So. Das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, machen wir das Stück eben auch noch hier mit dem Entdecken. Prärie-Ebene, haben wir das auch fertig. Okay. So. Mal eben gucken. Wir haben so viel an Übergängen. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich zuerst machen möchte. Wobei das ja hier schon wieder fast egal ist, ne? Dann machen wir es so. Patz, haben wir hier einen schönen Übergang. Das gefällt mir. Gut. Dann satteln wir unser Pferdchen. So, und wir brauchen Kupfer. Das heißt, wir reiten zum Wüstenhändler und laufen von dort. Denn hier vorne ist immer Kupfer. Eigentlich, ja. So, der Zombie nervt. Den machen wir weg. Perfekt. Zack. Jo, das waren schon mal zwei. Ich hätte gerne aber noch ein bisschen mehr. So. Ach, der ist schon tot. Der hängt fest. Oh, und ich wundere mich schon, warum der da noch steht. So, drei schöne Brocken Kupfererz. Mhm. Das gefällt mir. So, dann drehen wir hier nochmal eben eine kleine Runde durch das Dörflein. Aber ich glaube, hier war nichts. Nochmal gucken. Hier ist viel Kohle, ne? Ah, hier. Guck mal. Immer
immerhin ein Brocken. Da sagen wir nicht nein. Gehen wir hier nochmal schauen. Aber ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Gehen wir hier nochmal durch. Nee. Aber das reicht uns auch schon. Das reicht uns auch schon. Guck mal. Hier vorne ist schon würzbar. Dann würde ich sagen, gehen wir da auch hin. Und reiten von da dann wieder zurück nach Hause. Aber hier, Wasser können wir mal eben auffüllen. Jo. Perfekt. Pferd. Einmal nach Hause, bitte. Damit wir aufdecken können. So. Achso, wir brauchen ja noch die Bronzebarren. Stimmt. Hey, habe ich ganz vergessen. Müssen wir Bäumchen fällen. Danke. Einmal entzünden. So, schmelze. Wir wollen Bronzebarren. So, ich mache gleich wieder ein paar mehr. So, ein paar lasse ich aber übrig noch. Dann haben wir das auch schon. Es wird langsam wieder dunkel. Was ich gerne machen würde, ich würde ein paar Zäune wieder bauen, damit wir hier... Okay, wo haben wir Äste? Damit wir hier mit unserer Farm auch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Das schick machen, quasi. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Einmal durchsuchen. So. Genau, so. Da, Zaunstück. Da machen wir mal ein paar von. Ah, okay. Wir brauchen Bretter. Kein Problem. So. Und Äste. Äste, Äste, Äste. Und es wird dunkel. So. Mal eben gucken. Hier ist auch noch ein Bäumchen. So. Perfekt. So. Guck mal, jetzt kann ich auch ein paar mehr machen. Naja, nicht mehr, aber zwei mehr. Gut. So, wir legen uns schlafen. Starten in einen neuen Tag. So. Gehen wir ein bisschen. Oh! Stopp, das wollte ich gar nicht. Das sieht doch schick aus. Guck mal. Dann wird das hier so eine Art... Ne? Eingang. Wie auch immer. Okay. Wir haben Durst. Wir haben Durst. Wir haben Durst. Schluck trinken. Schluck essen. So. Okay. Dann einmal ran an den Kartografietisch. Und wir machen unseren Friedhof.
den setzen wir... Wo setzen wir den ran? Gute Frage, ne? Ich würde sagen, wir machen den dahin. Jawohl. Okay, klasse. Trinkschlauch füllen. Ein bisschen Wasser. Und dann reiten wir los. Einmal Richtung Corpse Creek. Oh, da sind wir auch schon in Bird's Bar. Oder bei Bird's Bar. So, und jetzt müssten wir eigentlich... Ja, wir müssen hier oben hin. Oh, da werden jetzt gleich Dingens sein. Oh, hier, totes Pferd. Knochen. Keine Pferdehaare, schade. Pferdehaare brauchen wir auch noch. So, die Zombies, die machen wir erstmal weg. Na gut, der ist schon mal erledigt. Der auch. Und der auch. Uiuiuiui. Grab durchsuchen. Das mache ich jetzt nicht. Inschrift lesen. Oh! Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Alten Schweineviecher. Die stehen einfach wieder auf. Knochen. Kiste. Immerhin eine Münze. So. Wir zoomen mal ein bisschen rein, damit wir auch was sehen. Münze. Kupfererz. Blechdose. Das ist schon mal gut. Da sagen wir nicht nein. Hier ist auch noch ein Zombie. Glas. Okay. Und hier liegt noch ein Pferdchen. Pferdehaar. Huhu. Gehen wir mal rein. Gucken uns das an. Baue eine Leiter. 6 Holzbretter. Echt jetzt? Okay. 6 Holzbretter. Na, prima. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Taschenuhr. Schädel. Guten Tag. Oh, hallo nochmal. Mit dir will ich nicht reden. Ja gut, dann müssen wir nochmal zurück. Und Holzbretter machen. Okay, der hat auch nichts. Amboss. Schmelze. Oh, hier, können wir aufmachen. Federn, toll. Leider keine Werkbank, die ich benutzen kann. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Na gut, reiten wir zurück, ist ja nicht schlimm. Sollte nicht lange dauern. Kommen wir gleich wieder. So. 6 Stück, ne? So. Ich mache noch mal ein paar mehr zur Sicherheit.
Baum fällt. Okay, Rucksack ist voll. Gut. Wie viel haben wir jetzt? Ressourcen. 16. Pflanzenfasern können wir wegwerfen, die brauchen wir nicht. Ein Pferdehaar behalten wir. So. Lass uns mal eben gucken, ob wir schon luxuriöser Stoff. Ah ja. Dann wollen wir Baumwolle, Pferdehaar und Tinte. Okay. Verstehe. So, machen wir das auch eben fertig. Zack. So, und dann einmal Möhrchen. Diesmal mache ich wieder ein paar mehr. So, zwei behalte ich, denn ich muss einmal hinreisen und einmal wieder zurück. Also so brauche ich zwei, ne? So. Guck mal. Dann einmal hier entzünden. Und einmal eben kochen. Blaubeerenschale. Mhm. So, dann legen wir uns schlafen. Sehr gut. So, dann Pferdchen. Corpse Creek, wir kommen. So, dann bauen wir uns jetzt eine Leiter. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich weiß das ja nicht. Ja, baue eine Leiter, 6 Holzbretter. So, und jetzt können wir in den Keller. So wie es aussieht. Ja, das sieht aber interessant aus hier. Berühre. Ich weiß nicht, ob ich das berühren will. Man muss auch nicht immer alles angrabbeln, ne? Feuerstein. Hier die ganzen Krüge. Oh, wir haben Durst. Warte mal kurz. Hunger haben wir auch. Okay. Oh oh. Ah, jetzt ist es wieder so eine Zwischensequenz. Okay. Hallo Ayana, ich bin froh, dich hier zu sehen. Die anderen haben mir von dir erzählt und von der Reise, die du unternimmst. Frage sie, wie sie heißt. Wie ist dein Name? So wie dein Name Ayana ist, ist meiner Odina. Von den höchsten Gipfeln aus habe ich dich beobachtet, durch Wolken und über das Land hinweg. Haben meine Augen weit gesehen, bis du in die Tiefen gegangen bist. Dort hat mein Blick dich verloren. Frage nach dem Meteoriten. Als ich den Meteoriten berührte, wurde die Welt schwarz. Weißt du, was passiert ist? Kannst du mehr darüber erzählen, was du berührt hast? Welche Farbe hatte es? Nicht antworten. Ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht redest, mein Kind. Aber trotzdem. Das gibt der Materie einen Gedanken und der Materie einen Gedanken. Was? Als du es berührt hast, glaubtest du, dass du ohnmächtig werden würdest? Dass du einschlafen oder vielleicht sogar sterben würdest? Ohnmächtig werden.
Unter so viel Stress ist eine Ohnmacht nicht ungewöhnlich. Du hast schon eine Menge durchgemacht, meine Liebe, aber ich fürchte, du wirst noch mehr ertragen müssen. Ich kann dir versichern, obwohl dein Körper auf dem Boden liegt, geht es dir gut. Jetzt, wo du hier bist, möchtest du mich etwas fragen. Frage nach diesem Ort. Was ist dieser Ort? Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es geht wohl um die Welt, als auch um das Jenseits, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Aber vor allem ist es der Ort, an dem wir uns treffen. Okay. Meteorit. Kannst du mir mehr über die Meteore erzählen, die vom Himmel fielen? Dinge bewegen sich nicht von selbst. Sie werden geschoben oder geworfen. Wer auch immer hier seine Hand im Spiel hat, derjenige leidet oder hat einen Wutanfall. Das habe ich auch dem Mann vor dir gesagt. Es ist noch nicht lange her, dass er vor mir stand, wie du es jetzt tust. Nur ein Fuß größer und mit einem anderen Ausdruck im Gesicht. Okay, wir fragen, wer gekommen ist. Von wem sprichst du? Wer ist vor mir an diesen Ort gekommen? Der Mann sagte mir, er habe die gleichen Wurzeln wie ich. Er wollte mich besuchen und mit mir sprechen. Und was für ein Gespräch wir hatten. Manche Dinge werden offen gesagt und manche Dinge sind privat. Wenn du hören willst, was gesagt wurde, werde ich dir nicht helfen. Du musst ihn selbst aufsuchen. Okay. Wo finde ich ihn? Er lebt in einem Dorf, nicht weit von dem Ort, an dem dein Körper liegt. Seine Nächte verbringt er über der Erde, aber sein Bett liegt darunter. Wenn du ihn aufsuchst, nimm dieses Fragment mit. Es mag nicht nach viel aussehen, aber das wird es, zu gegebener Zeit. Viel Glück auf deiner Reise, Ayana, und mögen wir uns wiedersehen. An diesem Ort oder demnächst. Aha. Zerstöre den Meteoriten. Der Meteorit unter der Kirche hat seltsame Kräfte. Er sollte zerstört werden. Aber als ich ihn mit meiner Hand berührte, wurde ich ohnmächtig. Vielleicht sollte ich dieses Mal eine Waffe benutzen. Zerstöre das Meteoritenstück. Wer hat noch mit dem Ältesten gesprochen? Es hat sich herausgestellt, dass noch jemand diese jenseitigen Welten besucht hat. Odina sagte, es sei ein Mann gewesen, der aus einem Dorf im Canyon kommt. Ich sollte versuchen, ihn zu finden, um zu fragen, was er weiß. Okay. Interessant. Okay, da mache ich auf jeden Fall keinen Schaden. Wir sollen aber Weihwasser suchen. Das war ja eigentlich unsere Aufgabe. Anschauen. Es gibt ein paar Schriftrollen mit Inschriften. Welche soll ich rausziehen? Johannes? Oh, das war jetzt Zufall. Der Text ist größtenteils verblasst. Nur ein Teil ist noch lesbar. Und dann wandelte er das Wasser in Wein. Oder so, ne? War doch so. Okay, wir müssen mal die Karte drehen, damit ich mal ein bisschen was sehe. Lehm. Knochen. Zerstören. Feder. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Nehmen. Oh. Münzen, Kupfererz. Da sage ich nicht nein. Plündern. Yo. Kiste mit Schwarzgebrannten. Das ist das, was der Typ haben wollte. So, hier ist auch noch was. Katakombenschlüssel. Okay. Da werden wir aber jetzt so nicht reinkommen, denke ich. Da müssen wir bestimmt noch irgendwas anderes machen. Oh, wir gucken hier nochmal. Knochen. Jede Menge Knochen. Okay, cool. Richtig, richtig cool. Gut, dann gehen wir raus. So, wir können auch jederzeit wieder rein, das ist toll. Dann gehen wir jetzt zum Bürgermeister und geben ihm sein sogenanntes Weihwasser. So. So, sie sind also zurückgekehrt. Mit einer Lieferung, hoffe ich.
Frag nach deiner Belohnung. Was ist meine Belohnung für die Lieferung? Na, sie sind aber geizig. Es wird sich für sie lohnen, das verspreche ich dir. Erst siezen und dann duzen, ne? Das sind mir die richtigen. Hier, die Kiste. Bitteschön. Es war nicht leicht, aber ich habe es gefunden. Hier ist es. Ich dachte, ich hätte gerade das leise Klirren von Flaschen voller Weihwasser gehört. Vielen Dank, Fräulein. Hier nehmen Sie das für Ihre Mühen. Neuer Bauplan, Goldring. Das ist so rein, wie es nur geht. Frage nach seiner Kunstsammlung. Sie scheinen eine große Kunstsammlung zu haben. Ah, meine Sammlung. Ich habe ein Leben lang gebraucht, um all diese Stücke zu sammeln. Ja, das kennen wir schon. Okay. So, hier liegt jetzt aber noch was. Ich weiß nicht, was es ist, aber das wird irgendeine Ressource sein, denke ich mal. Ich pack mal die Federn weg. Ja, Goldbarren. Cool. Haben wir das auch erledigt. Freunde, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Dann gehen wir hier nochmal an den Brunnen. Nee, können wir gar nicht. Auch gut. Dann satteln wir unser Pferdchen und reiten erstmal nach Hause. Trinkschlauch füllen, ja. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das heißt, wir versuchen nochmal zu angeln. Wegen Futter auch, ne? Müssen ja auch zwischendurch mal was essen. Oh, ein Stör. Und eine Forelle. Mega. Blaubarsch. Oh, wie krass. Das ist ja cool. Zinnerz nehmen wir auch mit. So, nochmal angeln versuchen. Wels. Oh, so viel Glück hatte ich schon lange nicht mehr. Dass er jetzt auf einmal so viel Fische rausholt, das ist ja der Hammer. Cool. Cool, cool, cool. So, dann lass uns mal eben... Ah, wir brauchen wieder einen Ast. Okay. Rucksack voll. Gehen wir mal kurz hier ran. So, guck mal hier. Was haben wir denn hier Schönes? So. Zack. Blub. Jede Menge Äste. Einmal entzünden, bitte. Und einmal kochen. Ach so, ich muss die Fische ja natürlich auch noch ausnehmen. Genau. So, das hat sich gelohnt. Dann hauen wir uns das schönes Leckeres rein hier. Jawohl. Und dann sind wir wieder richtig schön fit. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, guter Zeitpunkt, ein kleines Päuschen zu machen. Denn wir waren wieder fleißig heute. Ich freue mich sehr.
Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.